Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Piker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja, sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. The Western Union coming out, another mixtape with my fellow man, DJ Goods. Back in the building, Playbook mixtape, look out for that. Okay, verstehe ich das richtig? Ich gebe ihr also die erste Pille, warte, bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass sie was merkt? Dann lass dir was einfallen. Verpasse ihr heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuche dir nur zu helfen. Dorf geschickt. Die bringen dem Kaufmann die Einkaufsliste. So spät noch? Hast du heute was gefunden? Ein paar Bleche. Nicht sehr groß, aber dafür kaum Rost. Ein paar Bleche. Wie lange, glaubst du, sollen wir davon leben? Ich werde schon was finden. Ich meine das ernst. Wenn du nicht bald mal endlich was richtig Großes findest, dann werden wir hier noch alle verhungern.